Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Freue mich, dass wir heute wieder beisammen sind, um die heilige Messe zu feiern. Heute ist der Gedenktag des heiligen Anton Maria Klarent. Er ist Begründer des Klarentinerordens, eigentlich Söhne des unbefleckten Herzens Mariens, hat er geheißen, bis vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es war der Apostel Spaniens, einer der größten Volksmissionare, die es gegeben hat. Und deshalb hat er dann auch den Orden als Unterstützung gegründet. Seine ganzen Gnaden sind begründet auf die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Er hat auch die Gabe der Krankenheilung gehabt. Und viele Wunder sind in seinem Leben geschehen. Eine ganz besonders liebe Geschichte ist, wie er einem Mädchen den Arm geheilt hat durch die Gnade Jesu Christi. Er sitzt bei ihr und erreicht ihr eine Orange und sagt, komm, greif nach dieser Orange. Und sie streckt den Arm aus, was sie bis dahin nie gekonnt hatte, und war geheilt. So hat Gott auf eine ganz liebenswürdige Weise durch ihn gewirkt. Er ist dann Missionar geworden in der Diözese Santiago de Cuba und hat dort dann auch das Bischofsamt übernommen, weil diese Diözese so sehr niedergelegen ist, und hat sie innerhalb weniger Jahre aufgerichtet. Und dann kam die große Zeit des Leidens für ihn am Königshof, sollte er der Beichtvater der Königin sein. Am meisten hat ihn zu schaffen gemacht die Lauheit und Gleichgültigkeit. Und dass er machen konnte, was er wollte, gegen diese geistige Gummizelle, ist der Kampf angekommen. Nichtsdestotrotz hat die Zeitung, die Presse, die in Österreich erscheint, damals noch die Freie Presse geheißen, in einem ganz schändlichen Artikel in Fressen, ganz unmöglich und mit vielen Lügen, glaube ich, damals schon so ein starker Antiklerikalismus in Österreich. Er ist dann auf dem Weg zum ersten Vatikanischen Konzil verschworen. Für mich besonders ein ganz wunderbarer Heiliger, als Priester und als Volksmissionar, für mich ein Vorbild. Und so bereiten wir unsere Herzen, dass wir unsere Berufung so gut wie möglich erfüllen und jeden Tag neu auf den Willen des Herrn hören. Ich bekenne, Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine
sie zum Glauben an deinen Sohn Jesus Christus gelangen, der in deinem Leib des Heiligen Geistes